Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play aus der Twitch-Aufzeichnung vom 18.06. zu The Dungeon of Naheulbeuk, The Amulet of Chaos. Kurze Info vorab, liebe Leute, ich nehme das hier gerade jetzt nach dem Stream schon auf, wie ihr euch sicher denken könnt. Im Stream selber hatte ich leider ein paar falsche Einstellungen in meinem Streaming-Programm, dadurch ist die gesamte Videoaufzeichnung allerhöchstwahrscheinlich deutlich grisseliger, als sie normalerweise ist. Lasst euch davon bitte nicht abschrecken, das Spiel ist trotzdem wirklich schön. Beim nächsten Stream und bei den nächsten Videos werde ich dies alles schon behoben haben. Wir haben nach dem Stream noch den Fehler gefunden. Jetzt läuft das alles viel, viel besser, sieht auch viel, viel geiler aus. Von daher, sorry und danke für euer Verständnis. Viel Spaß bei dem Let's Play aus der Twitch-Aufzeichnung und bis gleich. Log-Info, bin aber nur im Log. Alles klar, Dicker. Und da kommt die Log-Info, genau. Bitte mal gründlich durchlesen. Wichtige Info. So. Sind aber so alle ausgerüstet, wie sie ausrüstbar sein sollen. Ich kann den Ogre gerade nicht anders platzieren, die Hexe leider auch nicht, oder Magierin. Hat aber auch diverse Gründe. Sehen wir dann gleich. Tutorial halt. So, mit dem soll ich Dinge tun. Er kann jetzt mittlerweile auch schießen, deswegen stellen wir ihn hier in halber Deckung. Und schießen. Ich kann mir auswählen, auf wen. Hier haben wir wieder Dinge, ich könnte auch den Barbaren treffen, also mag das nicht. Oh, oh. Hat der schon so wenig Lebenspunkte? Ach, durch einen Barbaren oder wie? Ah, interessant. Wow, versucht zuerst den zu erledigen. Vielleicht kriegen wir noch einen Crit hin. Mal gucken. Nein, hat nicht gereicht, aber er kriegt noch mehr Malus ab, ne? So, der Barbar ist ein flinker und starker Kämpfer. Er kann sich etwas weiter als seine Gefährten bewegen und schlägt sehr hart zu, also ein Schockangreifer. Er hat jedoch einen ziemlich geringen Schutz und seine Präzision ist nicht gerade gut. Jefflin, grüße dich. Moin, na, wie geht's euch? Alles bestens, nur verdammt heiß hier und ich mache mir ein bisschen Sorgen um die Technik, aber kriegen wir noch hin in den nächsten Tagen. Mein Gründer-Badge, genau. Ich habe auch gesehen, du hast mir bei Discord geschrieben, ich werde darauf noch reagieren. Ich habe bis heute keine Zeit gehabt, ich habe es heute erst gesehen. Mache ich bestimmt nach dem Stream noch, denke ich mal. Ich werde auch nach dem Stream wieder im Discord noch ein halbes Stündchen noch rumsitzen, bestimmt. Wenn denn der Cookie mich noch erträgt so lange. So, mehr schädigen. Beim Barbaren muss man zum Glück nicht lange überlegen. Seine erste Fähigkeit, Stahlhagel, nimmt alle drei Felder vor ihm ins Visier. Oh, klar, denk mal nicht drüber nach, hau mal ordentlich drauf hier. Ich kann hier sogar ums Eck schlagen, was ich echt cool finde als Fähigkeit. Aber ich möchte alle drei treffen, den einen dabei schon killen, mit Glück noch den anderen durch einen kritischen Treffer auch noch killen. Cool wär's zumindest. Nope, hat nicht funktioniert, aber... Der hier hat einen Malus bekommen, Berserker, nee, einen Bonus bekommen. Berserker plus 10 Schaden. Den haben wir sauer gemacht, glaube ich. Okay. Und das negiert sogar eine Schwächung, das wusste ich gar nicht. Aber er hier ist wenigstens geschwächt. Immerhin, das ist sogar noch ein Tanky, denn der hat ein Schild und einen ordentlich hohen physischen Wert, der aber schon um 10% gesunken ist. Ach nee, doch nicht, daran liegt es nicht. Ach, er hat Schutz 3. Im Vergleich zum anderen, okay, gut. Gut, mit denen sind wir durch. Müssen wir die Runde erstmal beenden. Da kommt der Gegenangriff. Blitz hat er gemacht. Auch deine Gegner haben Fertigkeiten. Diese Orks können dich zu Boden stoßen, selbst wenn du dank deines physischen Widerstands die Chance hast, dem zu widerstehen. Ein zu Boden gestoßener Charakter muss eine Runde aussetzen und kann leichter getroffen werden. Ich soll dich fragen können? Wie soll ich dich... Ach, ich soll dich ertragen können? Wie soll ich das denn schaffen? Keine Ahnung. Weiß ich noch nicht. Hier zu warm, aber ansonsten alles gut. Und selbst ich konnte bei der letzten Tropico-Session auf Twitch nett anwesend sein. Ja, ist ja nicht schlimm. Das wird ja veröffentlicht als Video wieder, ne? Und das Video zum Stream, wenn du die Gespräche halt unbedingt noch mitbekommen willst zwischen den Folgen, ist ja auch gespeichert. 14 Tage momentan. Ich glaube, jetzt als Affiliate kann ich sogar bis zu 60 Tage speichern. Ich muss da aber nochmal reinlesen. Naja, Klimaanlage regelt. Angenehme 20 Grad hier im Raum. Oh, eins wert. Jetzt hast du die Wahl. Entweder auf Twitch nachträglich schauen oder auf YouTube Let's Play warten. Genau. So etwas habe ich leider nicht. Die Klimaanlage meint er. Gut. So, zu Boden gestoßen, okay. Jetzt sind wir mit dem Zwerg dran. Unser Zwerg ist ein edler Nachkomme des berühmten Guldir, Glückspilz genannt. Sodass ihm ein Leben als Abenteurer vorbestimmt war. Er hat genug Lebenspunkte, um eine wütende Trollattacke zu überstehen, ist aber recht langsam.
Er liebt schwere Rüstungen, Schilde und Goldmünzen. Also er ist unser raffgieriger Tank. Und was ich sehr cool finde, dass sie so ein bisschen die Hintergrundgeschichte von Zwergen übernommen haben. Zwerge erben die Berufe ihrer Väter. Und Frauen. Also Mütter, die aussehen wie die Väter. Aber ist ein anderes Thema. Bestätigen. Der Zwerg ist in Schwierigkeiten, geschwächt und umzingelt, wie er ist, wird er möglicherweise die nächste Runde nicht überleben, wenn du nichts unternimmst. Wir sollten jetzt über die Verteidigungshaltung sprechen. Alle deine Charaktere verfügen über diese Fähigkeit. Wähle sie in der Aktionsleiste. Hier sehen wir es. Plus 8 Schutz, also einen erhöhten Rüstungsbonus in dem Fall. Immunisiert gegen kritische Treffer, also er kann nicht gekrittet werden. Erschwert das Schlagen und gewährt einen großen Schutzbonus bis zur nächsten Runde, Ende der Runde. Soweit ich aber weiß, nicht gegen Fernkampf. Doch, ich glaube auch gegen Fernkampf. Auf Discord habe ich dir eine Nachricht mit einem Bild geschickt, was man in Tropico 6 so alles mit Budgetverordnungen, Minister etc. an Effizienz erreichen kann. Ich bin müde. Nix da, wir kämpfen. Jeffin, ist lieb gemeint, aber bitte kein Backseat Gaming, also kein Spoilern in dem Fall. Immer nur dann, wenn ich speziell nach Sachen frage. Auch wenn es lieb gemeint ist, aber bitte nicht. Ne? Werde ich also nur kurz öffnen und damit halt das Ungelesene wieder als gelesen drin steht und dann werde ich es schließen. Nicht böse gemeint, ne? Weil ich möchte halt zur Not halt auch auf die Klappe fallen. Dann ist es so. Dann habe ich eine weitere Challenge. So, Schutzmodus. Die Verteidigungshaltung erhöht den Schutz deines Charakters und reduziert die Präzision der Gegner, die ihn angreifen, bis zur nächsten Runde. Sie schützt außerdem vor kritischen Treffern, also komplett, wie wir gesehen haben. Allerdings kann ein Charakter in der Verteidigungsmodus keine Gelegenheitsangriffe ausführen, die wir ja schon kennengelernt haben. Verteidigungshaltung kann deaktiviert werden, wenn der Charakter betäubt oder zu Boden gestoßen oder verängstigt wird. Ja, ich wähle das jetzt hier aus auf dem Zweck, dass das machen soll. So, der Ogger ist dran. Der Ogger kann Gegenstände demolieren, die halt orange markiert werden, also sprich nicht die Tische, aber die Kisten. Um es mal schnell zu machen, gehe ich jetzt mal hier drauf. Es hat hier was vibriert und warum? Also Akku ist voll. Gut. So, und dann können wir uns noch mit ihm fortbewegen. Ich mache jetzt auch nach Möglichkeit den Sprint nochmal so weit wie möglich nach vorne. Einen Aktionspunkt haben wir schon verbraucht durch das Zerstören der Kisten. Ja, du hast gerade einen kritischen Treffer erlitten. Der Barbar ist jetzt bewusstlos. Ist Tutorial-like so gewollt, ist nicht vermeidbar. Er ist noch nicht völlig außer Gefecht, aber du hast nur noch eine begrenzte Anzahl von Runden, um ihn mit einem Heilzauber oder einem Trank zu retten. Vergiss nicht, dass ein Charakter, der im Kampf bewusstlos wird, eine Verletzung erleidet. 3 Runden anscheinend. Die Zauberin hat einen Heilungszauber für leichte Wunden. Das ist kein sehr mächtiger Zauber, aber du kannst ihn aus der Ferne anwenden. 5 Felder Reichweite. Ach, das war das Symbol mit dem bei der Magie hier. Hier 5 Felder Reichweite soll das heißen und hier auch. Alles klar, jetzt werde ich auch wieder ein bisschen schlauer. Ich möchte gerne mal gucken bei ihm. 3 Turns bewusstlos. Okay, also für 3 Runden haben wir Zeit, ihn zu heilen. Okay, ich benutze jetzt einfach hier diese Heilung. Zack, wir gucken nochmal, wie viele Felder sind das? Kann ich hier gerade nicht sehen, wa? Ein Gitter wäre noch ganz cool in solchen Fällen. Aber gut, es scheint zu reichen, von daher hier Heilung. So. Moin, war was? Also dafür, dass der jetzt gleich wieder mit vollen Lebenspunkten da erscheint, fand ich den jetzt doch ziemlich mächtig, den Zauber. Der Nightbot haut nochmal eine Sache raus. So, und so. So, der Zwerg. Im Schutzmodus. Minus 1 nur bekommen, weil im Schutzmodus. Aber jetzt haben wir dafür einen Lähmungsmalus erhalten, den wir durch den Gegner erhalten haben. Wir sind leichter zu treffen und können uns nicht mehr bewegen, können aber ganz normal agieren. Solange wie dieser Malus zählt. So, unser Dieb ist dran. Was machen wir mit dem Dieb? Ich denke, die zwei hier werden hier hinten die Typen auf jeden Fall aufhalten können. Und mit dem Dieb versuche ich schon mal so weit wie möglich vorzustürmen. Oder von hinten? Von hinten. Versuchen wir von hinten. So, jetzt zwar kein Kinder jetzt, aber okay. Das war ein Konterangriff? Es gibt einen Konterangriff? Lol.
Ja, es ist kein BSG, weil ich den Weg dahin nicht erklärt habe, aber das nur ein Bild von meiner Tabakplantage mit einer Effizienz von 270%. Ach so, meinst du das? Hast du hier was mit Verordnungen? Ja, Budgetverordnungen, Minister? Das umfasst doch viel mehr dann. Nee, auch sowas bitte nicht. Auch sowas bitte nicht. Wirklich nur dann, wenn ich speziell danach frage, ja? Wie gesagt, ich mache das ja nicht hier im Sinne von, ich mache ein bestes Let's Play ever, so nach dem Motto, auf die und die Weise kriegst du die besten Erfolge raus, sondern Spaß haben. Spaß haben und irgendwie überleben, wenn es geht. Wenn ich sogar reich werde, das wäre ganz cool. Aber wirklich nur dann, wenn, wie letztens, wo die Kacke so richtig am Dampfen war, da habe ich speziell nachgefragt und da hast du mir auch wirklich sehr geholfen, bin ich auch sehr dankbar. Aber, wirklich nur dann. Ne? So, und jetzt keine Diskussion mehr hier, wir haben jetzt gerade ein anderes Spiel vor uns. So, wenn ich sie hier bewege, ist kein Sprinten drin und ich kann dann immer noch mit dir schießen. Das mache ich jetzt auch. So, wie geht's dem Zwerg? Ja, alles gut, alles tut ihm. Dann werden wir mal schießen oder Wachmodus. Das Problem ist, ich kann den Wachmodus vorher nicht sehen, ne? Ah. Das müsste ja eigentlich der Bereich sein, wie sie auch schießen kann, ne? Was würden wir hier verursachen? Und hier? Sind beide noch fast full life. Ich mache einen Wachmodus rein. Ach, hier kann ich ihn sehen. Alles klar, gut. Sobald sich ja die einer von den beiden bewegt, kriegt er von mir noch einen Schuss an die Seite. So. Und was macht er? Er bewegt sich nicht, sondern schießt. Schade. Oh, 7 Schaden, das geht. Ah, läufst du? Schade. Er ist nicht gelaufen. So, mit der Magierin. Nee, mit dem Ranger. Mit dem Ranger können wir noch einmal schießen. Stimmt, der ist auch noch da unten. Oh, das könnte schon reichen, den zu killen. Gucken wir mal. Mit einem Crit? Komm, mach einen Crit. Schade. Hätte ich doch noch erreichen können, indem ich mich zur Seite bewege vorher und ihm in die Flanke schieße. Habe ich jetzt verpatzt. Gut, passiert. Wir bewegen uns schon mal für die nächste Runde darüber. Denn jetzt ist der Barbar dran. Der hat jetzt eine Abklingzeit von noch weiteren 3 Runden für seine mächtige Fähigkeit. Das sage ich da jetzt einfach. Achso, das waren diese Schutzfunktionen mit dem Gegenangriff, dass er auch zurückschlägt. Alles klar, okay. Nö, ich würde sagen, wer ist als nächstes dran? Ausgerechnet der? Da müssen wir den töten. Sonst hätte ich gesagt, ich warte, bis die Magierin dran ist. Zack, 21. Dann kann der uns jetzt nicht mehr schaden. Und ich lasse ihn hier weiter stehen, den Barbaren. So, Zwergi ist wieder dran. Zwergi hat noch... Was? Angriff vom Jakak. Das Ziel erleidet Schaden und ist umgeworfen. Da er auch ein Tanky ist, mache ich das mal eben. Zack. Flieg weg! Verpasst. Sauerei. Na gut. Orga ist dran. Komm mal. Achso, ich mache mal hier wieder Alt raus, damit halt dieser Überwachungsmodus nicht ständig stört. So. Orga? Komm, mach mal den hier. Oh, guck mal einer Schau, guck mal einer Schau. Wir bekommen den Unterstützungsangriff von dem Zwerg und wenn er wirklich zurückgestoßen wird, schießt unsere Elfin sogar nochmal drauf. Schöne Kombinationsangriffe, wie ich finde. Von daher hauen wir mal drauf. Verpasste Axt noch eins hier. Aber gut, kann halt nicht immer Regen geben, ne? Aber es wird Segen geben. Jetzt ist der wieder umgeworfen worden, der arme Sack, ey. Aber nur umgefallen für eine Runde, okay. Kriegen wir den? Nee. Wenn ich hierhin marschiere. Kollateral wäre möglich, aber die Platzierung gibt mir wenigstens nochmal 5%. Wenn wir jetzt noch einen Crit machen, wäre das nice. Schade. Obwohl ich noch gar nicht so genau weiß, das habe ich jetzt doch verpatzt, mal nachzugucken bei Crit. Wir haben ja bei Angriffen. Haben wir, oder hier bei dem Fall zum Beispiel, 36 bis 32 Schaden. Ist 32 das höchste schon mit Crit oder kann es dann da nochmal drüber gehen? Das ist so eine Frage, die mir momentan noch unbeantwortet bleibt. Aber das finden wir doch raus, Leute. Finden wir noch raus. So und so. Setze ihm jetzt endlich ein Ende, damit die anderen zwei durchkommen. Oh, oh, kein Ende? Okay. Aber Flankenangriff und 2 Unterstützungen gleich noch danach. Ich würde sagen, du kriegst von mir mal einen Schuss ab.
Weil hier ist die Wahrscheinlichkeit da, dass wir den Dieb treffen. Das möchte ich vermeiden. So, 15 Schaden und wir bleiben hier wieder stehen. Jetzt schießt er auf uns. Nicht? Ach, er hat Wachmodus drin. Alles klar. Ja gut, dann helfen wir mal lieber den Barbaren, ne? Ich werde aber vorher... Nee. Ach, der Barbar ist vorher dran? Ja gut, dann mache ich doch lieber Ausweich und Parieren. Chance für unsere Gruppe nochmal rein. Haltet eure Position! Jo. Sein Wachschutz ist da hinten. Das ist ein bisschen schade, ne? Aber ich will schon mal so weit wie möglich vormarschieren, soweit es eben geht. So. Oh. Ja klar. Er war ja noch bewusstlos. Was passiert denn da? Lovesies Game hostet mich mit einem Zuschauer. Herzlichen Dank, mein lieber Lovesies Games. Vielen lieben Dank. So, na komm, Zwerg, machen wir ihn fertig hier, oder? So. Plus 10 Unterstützung. Sehr schön. Hau ihn weg. Nimm das. Genau, nimm das. Ich hoffe, es ruckelt nicht bei euch, weil ich hatte gerade ausgelassene Frames. Interessanterweise. So, Problem ist jetzt aber... Ich kann jetzt nicht wirklich in den Sturmangriff gehen. Gerne. Dankeschön. Ich kann jetzt nicht wirklich in den Sturmangriff gehen, dummerweise. Weil der Typ seinen Schutzmodus hat und das tut echt weh. Deswegen gehe ich jetzt einfach selber auch in den Schutzmodus. Bitte was? Was ist hier gerade passiert? Ah, Cookie hostet auch. Danke, Cookie. Ich habe das gehört, bevor ich es gesehen habe. Interessant. Achso, ich hätte mal da gucken sollen. Ja, klar. Hm. Okay. Gut. Es hilft nichts. Kriegen wir einen Down-Damage? Ich glaube, ich mache einfach einen Fernkampfangriff. Ach, darf ich nicht, weil er neben mir steht. Okay. So, Autosave passiert gerade. So, hau mal drauf da. Nicht gut. So. Und dann bewegst du dich noch, soweit es eben geht, hier vorne hin, damit wir mit Gegenbeschuss den Typen da hinten wegknallen können. Denn leider werde ich hier nichts machen können. Außer stehen bleiben oder Schaden kassieren, indem ich ihn stürme. Und das möchte ich halt nicht. Ich habe von selbst irgendwie nicht dran gedacht. Ach, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. So, wir können jetzt hier ein Gegenfeuer machen und das mache ich auch. Ich werde einen Teufel tun, diese extrem riskante Fähigkeit zu nutzen, die auch unsere Freunde treffen kann. Guter Schuss! Jawohl! 23er Crit! Nice! Finde ich gut. Und damit ist jetzt auch sein Bewachen-Modus raus. Er könnte ihn jetzt allerdings nochmal neu nehmen, ne? Könnte. Muss nicht, aber könnte. Stell mich mal lieber hier in Deckung, bevor er auf sich schießt. Bevor er ja an die Taschen möchte. Mal gucken, was er macht. Er macht wieder Bewachenmodus rein. Okay, war zu erwarten. Ich krieg's so oder so von ihm eins drauf, ne? Ja, wie ich jetzt laufe. Hey, wait. Achso, das ist doch die Abklingzeit. Da kommt nochmal die Präzision für alle höher, damit die nächsten Schüsse auch ordentlich sitzen. So. Mein Decker hostet auch. Danke, Decker. Also entweder haben wir jetzt wirklich 17 Zuschauer oder das sind die Hosts, die da nochmal zusätzlich kommen. Herzlichen Dank, ey. Ihr seid echt klasse. Danke. Bewegt er sich immer weg drüber, aber? Nee. So. Ja, nun steh mal wieder auf, junger Mann. So schlimm ist es nicht. Okay, das ist eine fette Fleischwunde, aber so schlimm ist es nicht. Ich würde sagen, den halten wir da jetzt auch raus. Der muss dann auf jeden Fall geheilt werden. So, Zwergi. Ich kann nichts anderes machen mit ihm gerade. Das geht nicht. Ich gebe ihm wieder den Schutzmodus. Dem Ogre ebenso. Und sie wiederum marschiert jetzt hier vor. So, mal gucken. 15 bis 18 Schaden und hier 19 bis 23 Schaden. So. Noch ein Crit, komm! Ah, Flanke hat nicht gereicht. Schade. Vom Acker. Ah, stimmt, das kam ja auch noch. Ist ja ein richtiger Host-Wait. Jetzt müsste doch der Host-Train ausgelöst werden, ne?
Gibt's aber nicht. Wie geht das? Was mit dem Hosten? Cookie, wärst du mal so lieb, erklärst du es ihm vielleicht mal? Oder Duck Raven, wenn du Discord zur Verfügung hast, hüpf mal einfach in den Discord rein, mach mal Ausrufezeichen Discord. Da kriegst du eine dauerhafte Einladung, dass du da in den Discord reinhüpfen kannst und dann kann dir das der Cookie auch verbal erklären und zeigen. Wenn du möchtest. Ist auch für Handy kostenlos, aber wenn du mit dem Handy drin bist, geht das mit dem Hosten, glaube ich, nicht so einfach. So, der gehen also auf der Flucht, sie werden versuchen, in diese gelbe Zone zu kommen. Ich muss versuchen, sie aufzuhalten, kriegen. Ja, da ist die gelbe Zone, da wollen sie hinrennen. Ich will sie aber vernichten vorher. So, jetzt ist er nämlich nicht mehr im Wachmodus, der Typ, ne? Und jetzt kriegt er dafür, dass er hier wirklich drei meiner Leute gebunden hat, solange nochmal richtig eins auf den Deckel. So. Schön das Messer zwischen die Augen gesteckt. Sieg! Ich finde das cool, wie der Ogre die ganze Zeit dann immer steht und... Ja, schon wieder. Echt so cool. So, wir haben mächtig viele Erfahrungspunkte bekommen für diesen kleinen Kampf, sage ich jetzt mal. Hier kann ich doch einzeln heilen. Interessant. Ich hatte Durst. Ah, das hatte ich vorher gar nicht gesehen. Naja, er hatte keine Wunde, er hatte nur Durst. Na klar. Was haben wir bekommen? Taktische Rückzugsstiefel für den Dieb macht nochmal aus Ausdauer oder astrale Energie maximieren um 5 und eine Bewegung plus 1 dazu, was ich für ihn sehr wichtig finde. Und ein zweifelhafter Topf. Eine dicke Schicht aus versteinertem Fett umgibt diesen rostigen Topf. Er kann immer noch vor Goblinschlägen schützen und dann zu ihrem Kochen verwendet werden. Für den Ogre ein Topf als Helm finde ich geil. Er mag ja eigentlich keine Rüstung. Oder er verwendet keine, weil ihm keine passt. Aber Topf geht immer. Physischer Widerstand, 2 dazu. Schutz leider kein. Ansonsten Tränke, Gold. Universelles Gegenmittel. Ein EZ-Kerkertrank, der theoretisch die Wirkung der meisten Gifte aufhebt. Warnung, es ist sinnlos, nach einem Tod durch Vergiftung wiederzubeleben. Reichweite auch 1. Okay. Zack. Achso, ja, wenn ich über Handy schaue, ist das problematisch, gleichzeitig was anderes zu öffnen. Ja. Okay, bei Handy weiß ich auch nicht, wie man das machen kann. Gegenstand geborgen. Okay, jetzt ist er durch. Gut, die anderen brauchen jetzt nicht so viel Heilung. Ich würde sagen, wir gehen nicht da raus. Vorsicht, ein ganz unheimlicher Typ. Ein alter Kauz mit einem Stab. Das ist ein Zauberer! Sieht mehr wie ein Besen aus. Hallo? Hey, beachtet mich gar nicht. Eigentlich solltet ihr mich gar nicht sehen können, aber mein Unsichtbarkeitsring macht schon wieder Probleme. Er ist ein Zauberer. Er sieht eher wie ein Straßenfeger aus. Nicht so herablassend, bitte. Ich bin der leitende Säuberungsbeauftragte für die Leichenhallenwartung dieses Kellers, Janos Hitor. Ich kümmere mich um die Leichen, die von Abenteurern zurückgelassen werden. Ohne mich wäre der Gestank unerträglich. Er wird seinen Ork essen, falls du nichts dagegen hast. Habe ich nicht. Egal, wie der Fußboden sauber wird. Für mich macht's weniger Arbeit. Oh, ich kotze gleich. Wir suchen einen Weg auf die Etage. Normalerweise nimmt man einfach die Treppe. Ja, aber da lang gibt es magische Schlösser. Wirklich? Habe ich noch nie bemerkt. Ich bin anscheinend immun, dank eines Zaubers, der es mir ermöglicht, alle Orte aufzusuchen, an denen Blut vergossen wurde. Wir könnten ihn zwingen, uns zum Meister des Kerkers zu bringen. Ja, du nimmst uns mit. Nee, keine Drohung. Hey, ich habe viel Arbeit. Ein Zauberer, das war ein Zauberer! Ich glaube eher, dass er sich aus Vorsicht verdrückt hat. Wer ist dieser Vorsicht? Ich finde das so geil. Der Ogre frisst erstmal noch nebenbei ein Orkbein, was wir gar nicht mehr mit hatten. Moment, ich habe mal hingeascht. Die Elfe kotzt erstmal schön voll auf den Boden und er so, nee, ich habe hier zu verarbeiten, um euch zu helfen. Und die ganze Erklärung klang alle so ein bisschen wie nach dem Motto, es ist ein Themenpark für Abenteurer. So ein bisschen. Der Heidepark für Abenteurer. Finde ich geil. Und vor allem, wir erinnern uns noch an die Startszene. Eigentlich waren da alle schon umgefallen. Der Dieb hat ja ein paar Mal gemeint, irgendwie habe ich ein Déjà-vu. Ich habe schon wieder ein Déjà-vu. Mal gucken, was dahinter steckt. Ich weiß es nicht. Der Humor ist geil. Ja, finde ich auch. Und der kommt immer und immer wieder und wird auch immer geiler anscheinend. Habe ich zumindest in den Rezensionen so gelesen. Deswegen bin ich da so geil drauf auf dieses Spiel. So, die verbrauchbaren Gegenstände, die du findest, können über das Inventar an den Gürtel deiner Charaktere ausgerüstet werden. Gehe weiter
in die dunklen Gänge um das Verlies von Nahölbeug. Nahölbeug. Okay. So. Ich gehe mal zum Altar. Bin mal wieder kurz weg. Alles klar, bis gleich. So, ich sehe bei ihm, er hat einen Gürtel, wo nichts drin ist. Ist ein bisschen schlecht. Deswegen denke ich mal, für ihn wäre vielleicht mal ganz gut, wenn er auch einen Heiltrank nimmt, weil als Allrounder wird er auch dementsprechend öfter mal vorne stehen an der Front und auch mal auf den Deckel bekommen. Dann sie hat auch schon so ein Ding drin. Aber vielleicht könnte man bei ihr eher sagen, dass sie einen der normalen Verbände mitnimmt, um eine Verletzung zu heilen, wie ich persönlich finde. Kann später auch nochmal anders Sinn ergeben. Dann für den Ogre. Rudolf Kumpel. Er hat schon den Schinken drin. Der war ja eigentlich sehr mächtig, wie ich festgestellt hatte. Für 6 Runden, 2 Lebenspunkte dazu und auch erstmal pauschal 8 Lebenspunkte. Und physischer Widerstand anheben ist schon ganz cool. Was hätten wir hier? Heilung auch 8. Lebenspunkte für 6 Runden auch um 2 pro Runde. Und heilt den Zustand Vergiftung. Ich eigentlich ganz cool finde, aber er hat nur diesen einen Slot, deswegen lasse ich ihm erstmal den Schinken drin. Aber wir geben ihm jetzt auch den Topf. Physischer Widerstand plus 2. Zack, ausrüsten. Und das ist so cool. Er hat den Topf auf dem Kopf. Das ist einfach so cool. Ich finde das so geil. Ich finde das echt so geil. So, jetzt kann ich auch Robby nerven und nicht nur im Log sitzen. Alles klar, hast du die Katze beschäftigt oder wie? Sehr schön. Ich finde das einfach so cool. Der hat das echt hier einen Topf mit mehreren Nägeln drin, ne? Als Helm. Einfach geil. So, ansonsten. Praktische Rückzugsstiefel. Okay, da kommen wir noch hin. Habe ich irgendetwas, um schnell Notizen zu machen? Weiß nicht, wir haben noch getrocknete Tinte. Willst du die nehmen? Aber sie hat keinen Slot hier unten frei, okay. Wenn es stinkt, müssen es meine Stiefel sein. Lord Helmchen, genau. Nee, meine Mutter war noch mit auf dem Balkon. Ach so, okay. So, und dann... Also, er hat auch wieder kein Slot hier frei. Zwerg! Zwerg sagt nichts. Wie er da hinterm Schild kauert. Ich finde das echt so geil. Auch die ganzen Animationen echt so super niedlich gemacht. So, eine Ironie des Schicksals, dass ein Dieb seine eigenen Taschen leeren muss. So, was geben wir dir, mein Freund? Mana-Trank finde ich jetzt nicht so wichtig bei dir. Nee, dir gebe ich bloß die Stiefel. Da weiß ich schon, kommt noch was Besseres für ihn. Hier in dem Fall Bewegung plus 1 sehr wichtig. Ausdauer und astrale Energie maximiert sich vom Pool her. Stiefel. Da bei den Socken. So. Alles klar. Eigenschaften anzeigen. Hauptwaffe, Sekundärwaffe. Oh, cool. Aber wie gesagt, darauf gehen wir später nochmal ein. Da gibt es noch so viel zu lesen dann auch, ne? Deswegen. Ich wollte nochmal gucken. Energie, wo ist die Energie? Wo wird die Energie gezeigt? Also hier ist die Regenerationsrate, okay. Aber der Pool der Energie in seinem Fall, weil ich sehe seine Lebenspunkte, aber den Pool der Energie nicht. Oder bin ich wieder nur blind? Ach, da. Gewinn pro Stufe steht hier bloß. Ausdauer oder Astral. Also er hat 105 insgesamt. Und scheint nach jedem Kampf wieder voll aufgefüllt zu sein. Okay, das war mir mal wichtig herauszufinden, weil ich das noch nicht wusste. So, fertig. Na dann, mal gucken, ob wir ihn auf der Chillnet finden in dem Raum. Oh, sehr schnelle Kamerabewegung, sorry. Gut, hier würde es weitergehen. Was sagt die Karte dazu? Auf Granit. Schwerer, aber auch stabiler. Oh, wir gucken mal, ob wir hier was finden. Ich hätte eine Idee für Vorhersage. Zum Beispiel im nächsten Kampf erleidet der Zwerg mindestens 20 Schaden. Ja oder nein? Was hältst du davon? Ich weiß echt nicht, ob sich das Spiel für Vorhersagen überhaupt so richtig eignet. Weiß ich nicht, weil vor allem das verzögert ja auch immer nochmal so ein bisschen den Fortschritt, dass wir dann da in dem Fall auch nochmal immer die mindestens 2 Minuten warten müssen. Ich weiß echt nicht, ob sich das anbietet. Oh, hier haben wir Loot.
Ich werde die Öffnung überwachen. So. Vielleicht könnten wir da irgendwie gucken, so nach dem Motto, wenn es Kollateralschaden gibt oder so. Wir haben auch wieder 2 Minuten zu warten. Müssten wir irgendwie anders machen, verallgemeinern. Zum Beispiel einer der Charaktere wird im nächsten Kampf so und so viel Schaden erleiden. Irgendwie so ein Dreh. Also und einer der Charaktere. Könnte man so halten vielleicht. Ich habe heute gesehen, du hattest Cossacks 3 gespielt. Wie war's? Fragt Jefflin den Decker. Oh, das kann ich dir auch sagen. Macht super Laune. Ist wie Cossacks 1, nur hübschere Grafik. Meistens stabiler, außer Multiplayer, da gibt es gerne auch mal Verbindungsabbrüche. Deswegen würde ich jetzt auch schon die Vorhersage starten. Ja, hau raus. Kannst schon mal raushauen. Also wie gesagt, ich habe vor, heute bis um 1 zu machen. Hau ich raus, das Ding. Mal gucken. Kommt ja auf jeden Fall noch ein Kampf. Mal gucken, wie viel Schaden wir da erleiden werden. Machen wir 25 Schaden. Weil jeder von denen hat mehr als 20 Lebenspunkte. So. Was haben wir hier? Für den Oger haben wir ein paar Stiefel, Sachen vom Oger, Unterteil. Wieder kein Schutz, dafür physischer Widerstand nochmal um 2. Und hier haben wir noch eine kurze Geschichte der Ogerkultur, Orkkultur 1 von 2. Kann irgendwie jeder sozusagen benutzen, ist kein Ausrüstungsgegenstand. Und kleiner Heiltrank, Prügel, Dingensbummes, der Heiltrank, den wir schon kennen. Ich sag erstmal alles nehmen. Gucken wir mal rein. Was ist dieses Buch? Was kann man damit? Man kann es lesen. Ach, wirklich. Gelehrte aus dem Land Fang glauben, dass die Orks während der Chaos-Ära spielerisch erschaffen wurden. Man erzählt, dass der Gott der Gewalt, Konnetor Slaanesh, dem Gott der Geheimnisse, also die Abstimmung startet, Leute, ihr könnt eure kostenlosen Kanalpunkte reinballern, wenn ihr wollt. Später werdet ihr auch Abo-Emojis freischalten können damit oder auch kleine Spielchen spielen. Die Abo-Emojis mache ich erst noch. Dass der Gott der Gewalt, Konnetor Slaanesh, dem Gott der Geheimnisse, der gerade die Menschen erfunden hatte, einen Streich gespielt hat. Er nahm davon einen brandneuen und zerdrückte seinen Kopf, zog seine Ohren, röstete ihn in der Lava und tauchte ihn in einen verfluchten Sumpf. Dann belebte er ihn mit Ohrfeigen, so wurde der erste Ork geboren. Geil. Gefecht 4 gegen 4 mit Gegnern auf höchster Schwierigkeit. Kann ich nicht beeinflussen. Kann ich nicht beeinflussen, was für Gefechte kommen. Hast du eine Kampagne gespielt oder ein einfaches Spiel, fragt er den Decker. Achso, das ging wegen um Cossacks 3. 4 Menschen gegen 4 CPU. Was hat Decker davor geschrieben? Mir macht's Bock. Achso. Okay. Also Cossacks 3 kann ich echt nur empfehlen. Wer Cossacks 1 gemocht hat. Kampagnen haben es auch echt in sich, von der Schwierigkeit her, muss ich gestehen. Selbst auf normalen Schwierigkeitsgrad kann man da schon mal die falsche Entscheidung treffen und dann richtig ins Rudern kommen. Kann ich nur empfehlen. Also mir hat es Spaß gemacht. Der Ranger alleine 25 Schaden im Kampf. Ach, guck, ich habe doch gesagt, und einer der Charaktere. Und nicht ein spezieller. Na gut. Ist eure Entscheidung, ob ihr da abstimmen wollt. So, 10 Punkte dagegen, 110 Punkte dafür. Ist doch egal. Ja, ich weiß nicht, ob das so realistisch ist, weil ich könnte das jetzt wieder beeinflussen und sagen, ich halte den Ranger einfach zurück. So. Ich mit 3 NPC gegen 4 NPC. Okay. Gut, zurück. 1 von 2, das heißt, ein zweiter Teil fehlt uns noch. Was wir damit machen können, keine Ahnung. Ich vermute mal, wenn wir es vollständig haben, können wir es verkaufen. Oder erhalten irgendwie Erfahrungspunkte oder Wissen oder was auch immer. Achso, kannst du mal wieder wegmachen hier. Zack. Ich weiß es noch nicht, finden wir aber noch raus. So, haben wir den Raum gründlich absuchen hier. Vielleicht ist irgendwo noch ein Schatz versteckt. Na denn, gehen wir wieder zurück. Ich bin, glaube ich, in den falschen Raum zurückgelaufen. Nee. Hier runter müssen wir. Hier oben hatten wir schon alles. Hier kam man nicht durch. Hier sind wir hergekommen. Alles klar. Gehen wir mal weiter. Ich glaube, ich höre Stimmen in der Ferne. Ich finde vor allem, dass es in diesem Ort viel zu leise ist. Im Raum könnte es Fallen geben. Vorsicht! Wir sollten einen anderen Weg finden. Auf dich höre ich nicht mehr. Du bist ein Miesmacher und viel zu pessimistisch. Ich habe einfach einen Überlebensinstinkt. Feigling! Was ist los? Was soll diese beschissene Stimmung? Bruder nahm Küssi, Freundos. Ah,
verdammt eine Falle. Hab ich doch gesagt. Du hättest diese Falle entdecken müssen. Keiner hat mich darum gefragt. Was? Du, damit ist es offiziell. Ich werde den Dieb ab sofort ignorieren. Na egal. Jedenfalls fragen wir dich jetzt. Würdest du bitte, bitte nach Fallen suchen? Mal sehen, was ich tun kann. Warum verschwenden wir unsere Zeit mit diesem Typen? Das Entschärfen einer Falle ist eine risikoreiche Aktion, die zu einem grauenvollen Ende führen kann. Irgendwie habe ich ein schlechtes Gefühl.